So, es wird auch mal wieder Zeit, mit dem Lernement weiterzumachen. Und da geht es weiter mit dem Kind. Das blendet ein bisschen. Nee, jetzt haben wir es ganz gut. Das Kind steht grundsätzlich erstmal für neue Dinge, für neue Projekte, für Dinge, die noch klein sind und wachsen werden, so wie es das Kind halt auch noch tun wird. Wenn es in einer Fragestellung um reale Kinder geht, dann ist das Kind natürlich das Symbol für das Kind selbst. Es kann aber auch als Eigenschaft gemeint sein, gerade wenn es in der Nähe von einer Personenkarte auftaucht und es in der Frage nun wirklich nicht um Kinder geht, dann ist diese Person entweder jemand, der kindlich ist auf eine charmante Art und Weise, also jemand, der unvoreingenommen ist, der die Welt mit offenen Augen sieht, der manchmal auch ein bisschen naiv sein kann. Aber es kann auch umgekehrt bedeuten, dass es eine Person ist, die kindisch ist, in dem Sinne, ein Vierjähriger, der gerade die kleinen Hörnchen aufgesetzt hat. Und so benimmt sich diese Person dann auch. Also kindisch, bockig, eingeschnappt, halt wie gerade vier geworden. Ja, also das ist das Kind. Im Allgemeinen geht es aber, wenn diese Karte auftaucht, wirklich um neue Dinge, um Sachen, die klein sind und anfangen zu wachsen und zu gedeihen. Also auch um Projekte und ähnliches. Das ist also, wenn es jetzt nicht direkt um Kinder geht in der Fragestellung, nicht die Karte, die jetzt Kinder anzeigt, wobei man ein bisschen gucken muss, falls die Lilie und der Klapperstorch in der Nähe sind, dann sollte man ein bisschen aufpassen in der kommenden Zeit. ja, so, es geht weiter mit dem Fuchs. Der Fuchs, hier haben wir, ist immer spiegelverkehrt. Okay, hier haben wir, genau so rum. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Und das ist auch die Symbolik des Fuchses. Wo der Fuchs ist, stimmt was nicht. Da ist was faul, da ist was vielleicht sogar gelogen oder zumindest nicht ganz vollständig wiedergegeben. Da gibt es Unwahrheiten, da ist irgendetwas falsch. Also er steht wirklich für Falschheit und für Dinge, die vielleicht auch bewusst so gestreut werden, wie sie gestreut werden. Da muss man sehr vorsichtig sein. Also wenn es zum Beispiel darum geht, in einer Kartenlegung herauszufinden, wie eine Person über einen denkt oder wie sie sich einem gegenüber gibt oder ob das alles ernst gemeint ist und der Fuchs taucht auf, dann sieht es wirklich sehr schwierig aus. Ja? Das ist natürlich nichts gegen den Fuchs persönlich. Gerade Leute, die jetzt mit Krafttieren arbeiten oder ähnliches, haben ja oft zu solchen Tieren, hatten wir auch schon bei der Schlange, einen positiven Bezug. Aber für die Lenormand-Karten gelten halt diese Deutungen. Ja, und danach kommt der Bär. Und der Bär ist ein richtiger Kuschelbär, steht aber auch für Stärke, für Souveränität und für eine gewisse Dominanz, die aber nicht bewiesen werden muss, denn so ein Bär ist ein riesengroßes Tier, das muss nicht extra sagen, dass es was drauf hat, ja. Der Bär hat nur manchmal, aber das ist wirklich selten, die negative Eigenschaft, dass er für Eifersucht steht. Für jemanden, der innerlich so ein bisschen unbeweglich ist und dadurch leicht neidisch wird auf andere, obwohl er es gar nicht müsste. Manchmal weiß dieser Bär nämlich nicht, wie viel er eigentlich drauf hat. Und wenn das eine Person noch nicht erkannt hat, dann neigt sie manchmal dazu, andere zu beneiden, zu bewundern oder höher zu stellen, obwohl sie ein Riesenpotenzial hat an und für sich. Ja? Also da, aber das ist wirklich die einzige Sache, wo der Bär so ein bisschen ambivalent ist. Ansonsten steht er für auch dominante Persönlichkeiten. Er kann für Chefs stehen, er kann für Vorgesetzte stehen, oder generell für jemanden, der das Thema dominiert. Wenn es um die Liebe geht, ist er aber wirklich sehr oft der Kuschelbär. Also der Mann mit den breiten Schultern ist generell eine männliche Personenkarte dann. Der Mann, auf den man sich verlassen kann, der ist vielleicht nicht der große, ja, der Typ, der ständig Action macht, sage ich mal so, wo ständig Rambazamba los ist, aber auf den kann man sich verlassen. Und das ist ja nun wirklich einiges wert.